Meine Damen und Herren, der Alltag ist für die Menschen im Allgemeinen etwas Langweiliges. Er spricht auch in diesem Sinne vom Alltag. Dennoch, glaube ich, sehnt man sich sehr, diesen Alltag immer weiter zu prolongieren. Man möchte weiterleben, man möchte weiter da sein. Und wenn man dann fragt, wenn es so langweilig ist, wohin, wozu, man spürt auch, wie das Leben einem entschwindet, dass man im Leben nicht das Gefühl hat, dass es sich kontinuieren wird. Es gibt eine Art paradoxale Situation zwischen diesem Leben, nennen wir es das Diesseitige, und dem Leben, das man sich wünscht, vorstellt und immer spürt, dass man enttäuscht wird, weil doch das nicht eintritt und wenn schon mal kurz. Und dadurch für den Menschen diese Frage von Leben und Tod, die alles beherrschende Frage ist, sich auf allerlei anderen Schichten in andere Worte, in anderen Bildern auch so manifestiert, dann glaube ich, lohnt es, dass wir uns darüber unterhalten, wie eigentlich wir zum Alltag stehen, wie wir zum Leben im Diesseitigen stehen und ob wir nicht eigentlich ein wenig Angst haben und nicht ganz voller Glauben sind auf ein jenseitiges Leben. Lieber wären wir länger hier geblieben, dass alles hier in dieser Welt sich löst und hier sozusagen alles auch erlöst wird. Ich möchte dieses Problem nicht philosophisch besprechen, denn das wird schwer werden, man kommt nicht raus. Ich möchte dieses Problem auch im Sinne eines Bildes oder von einiger Bilder erzählend besprechen, damit wir vielleicht auf andere Art plötzlich kapieren können, ach so ist es mit dem Alltag. Denn philosophisch mit Resultaten der Naturwissenschaft, der Geisteswissenschaft, dem Problem Leben und Tod näher zu kommen. Ich weiß, das ist sehr kompliziert, sehr schwer. Und ich habe schon seit langen, langen Jahren gelernt, dass die Bilder, wie sie in der Mythologie, in den Märchen auch erzählt wurden, den Menschen mehr bleiben und wichtiger in ihrer Wirkung sind, als dasjenige, was wir philosophisch oder theologisch konstruieren könnten. Ich könnte eine ganze Reihe Bilder wählen, aber ich muss mich beschränken und werde das Bild nehmen, das wir gar nicht, wenn ich es so jetzt nenne, erkennen als das Bild von Leben im Alltag und der Alltag, der sozusagen doch anders sein könnte, wie wir uns wünschen und vorstellen im Traum. Ich nehme das Bild aus dem Alten Testament, das Bild vom Abraham, den ersten der Väter, der Patriarchen. Und ich werde versuchen, anhand dieses Bildes, so wie es schon vor Jahrtausenden vielleicht, gewiss seit vielen Jahrhunderten, dieses Bild auch gesehen wurde als ein Bild der Entsprechung, wie wir eine Wahrheit immer in jede Schicht wiedererkennen können, wie wenn man sagen würde, ein Stempel, ein Siegel prägt sich ein
und es bringt ein gewisses Muster. Und dieses Muster, das sehr reichhaltig ist, enthält auch als eines der wichtigsten Teile die Frage nach dem Sinn dieser Spaltung von diesseits und jenseits. Wozu diese Trennung? Es zeigt sich in diesem Bild wie folgt. Für diejenigen, welche die Geschichte des Abraham vielleicht nicht gleich parat im Gedächtnis haben und das Bild vor sich haben, möchte ich das kurz noch erzählen. Diesen Teil der Geschichte, der für uns, für diesen Abend eine Rolle spielen kann. Der Abraham, Vater des Glaubens, Glauben als eine Art für uns, wo wir sagen, wenn ich zu jemandem eine Beziehung habe, kann das bedeuten, dass ich ihm glaube, dass ich ihm Vertrauen schenke, dass ich ihm treu bin. Diese drei Ausdrücke sind im Hebräischen das gleiche Wort. Wenn es auch im Deutschen Glauben, Vertrauen und Treue anders tönen, im Hebräischen ist es ein Wort, Emunah. Vater des Glaubens will sagen, wir sind imstande, etwas zu durchbrechen, nämlich das Gesetzmäßige, dort, wo wir Beweise verlangen. Beweise sind, könnte man sagen, kalt, haben mit einer Beziehung nichts zu tun. Ich warte auf den Beweis und dann kann man sagen, wenn das mir bewiesen wurde, dann schon, dann mache ich mit. Glaube ist etwas anderes. Die Abraham-Geschichte fängt auch so an, in einem Bild. Man soll das doch nicht nur als historisches Bild sehen, sondern auch im historischen Bild die Entsprechung von vielen anderen Bildern in anderen Schichten unseres Erlebens. Es fängt damit an, dass Gott ihm sagt, verlasse die Welt, wo du bist, deine Väter, deine Verwandtschaft, wo du dich zu Hause fühlst, und geh in ein anderes Land, in eine andere Welt hinein. Ich werde dir schon dieses Land zeigen, weiter sage ich dir nicht, kann ich nicht sagen. Du musst es erleben. Und diese Stimme im Menschen, eine Stimmung im Menschen, ein Gefühl, ein Empfinden im Menschen, genügt, dass er also ohne Beweise dieser Stimme folgt. Man sagt, wenn die Stimme gehört werden könnte, wie wir Stimmen hören mit unseren Ohren, wäre doch jeder gegangen, wenn er wüsste, diese Stimme kommt von Gott. Plötzlich höre ich eine Stimme von weiß nicht wo, donnernd, mit allerlei anderen Erscheinungen der Natur, die ich gerne sehen möchte als Bestätigung des Außergewöhnlichen, die ich also bewiesen bekäme, dann sagt man gegen doch jeder. Hier gibt es aber etwas anderes, sonst wäre kein Glauben da. Es ist eine Stimme im Menschen, wie man sagt, Stimmung dann. Und diese Stimme im Menschen sagt ihm, ich suche gerne zum Unerkennbaren, zum Nichterscheinenden eine Beziehung. Ich möchte dem, der sich hier nicht manifestiert, direkt vor unseren Augen, dass wir Fotos machen könnten, dem möchte ich zeigen, dass ich mit dem eine Beziehung habe, dass ich ihn liebe. Ich spüre mein eigenes Leben, kommt doch auch irgend anderswoher. Nur biologisch, nur anatomisch spüre ich ist mein Leben nicht. Es wäre vielleicht sehr langweilig, wenn es nur biologisch wäre, nur anatomisch feststellbar. Ich sehne mich nach etwas anderem, vielleicht nach meinem wirklichen Ich. Vielleicht bin ich von dort her
im Bilde und Gleichnis Gottes. Vielleicht bin ich von dort her ein Kind Gottes. Diese Sehnsucht beim Abraham führt ihn in eine andere Welt. Welt, wo Beziehungen existieren, wo nicht Lohn gegeben wird, indem wir sagen, ich tue das und werde jetzt belohnt, indem Beweise kommen. Ich tue es, auch wenn keine Beweise kommen. Wenn ich etwas liebe oder jemandem liebe, dann brauche ich keine Beweise, sondern ich gebe mich hin und erwarte auch, dass der andere mir gegenüber gleich sein könnte, sich gleich auf gleiche Art verhalten wird, dass ich nicht immer Beweise liefern muss, ich bin mal nicht in der Stimmung, ich kann nicht alles ausdrücken, was ich möchte, ich kann nicht alles sagen, es wirkt in gewissen Momenten dann lächerlich. Ich hoffe, dass er spürt und versteht, dass ich doch gut will, eine gute Absicht habe. Wenn er dann in dieses andere Land kommt, in diese neue Wirklichkeit, dieses neue Erleben, dann bekommt er auch die Mitteilung, er wird einen Sohn bekommen, einen Sohn, der ewig dieses Land besitzen wird. Man meint hier, wie die Geschichte uns auch zeigt, nicht ein Land geografisch feststellbar, denn wenn man das glaubt, dann kann man sagen, das war nur ganz kurz, wenn es mal war, und sehr beschränktem Maße. Also unwahr, würden wir sagen, und sehr viel längere Zeit war es nicht wahr, als dass es sich erfüllte. Der Sohn selber, dieser Sohn, ist doch auch weggegangen, der Sohn des Abraham, der Isaak. Man spürt hier tatsächlich, es handelt sich hier um eine Beziehung. Können wir glauben? Sind sie imstande, den anderen Menschen, der Welt auch Glauben zu schenken und nicht immer zu sagen, die Welt zeigt doch nur, dass es ein Scheusal ist. Es ist nichts nur abzulehnen, destruktiv, drückend, erdrückend. Wir spüren hier schon diese Mitteilung, dein Samen, wie gesagt wird, ich übersetze es jetzt wörtlich, dein Samen wird dieses Land ewig besitzen. Wir übersetzen dann oft mit Land, aber dieses Wort, das sie mit Land übersetzen, ist identisch mit dem Wort Welt. Eretz, Aretz im Hebräischen, könnte auch ein Land sein, ist aber auch die Welt. Im Anfang erschafft Gott Himmel und Erde, sagen wir dann. Und Erde ist ein Aretz. Land, ja welches Land? Die ganze Welt, die Erde. All das, was sichtbar ist, feststellbar ist, das alles erschaffte. Sobald man das beschränkt auf ein gewisses Land, zerbricht man die Einheit. Der Mensch möchte auch eigentlich so weit leben, nicht nur beschränkt innerhalb Grenzen. Er möchte sein Leben ewig haben. Ewig da sein. Nicht bis 100 Jahre, 120 Jahre. Das wäre schon ganz schön. Aber was dann? Was war vorher? Dieser Samen, der diese Welt ewig besitzen wird, ist eine Mitteilung im Menschen jenseits von dem, was wir wahrnehmen, jenseits von dem, was wir konkret nennen, gerade von dort her, wohin wir gehen, weil wir gerne Glauben schenken. Wenn wir gerade uns Kinder nennen von Abraham, Abraham bedeutet doch, wenn die Bibel diesen Namen übersetzt, der Vater der Menge der Völker. Also nicht eines gewissen Volkes nur, wo sehr schwer feststellbar ist, wer genau biologisch zu diesem Samen gehört, sondern Vater der Menge der Völker, so wie es wörtlich dort steht. Da will ich schon sagen, ein Volk, ein Zusammensein, das hebräische Wort für Volk will sagen, zusammen, miteinander.
dieses Zusammensein im Menschlichen, wo Freunde, aber auch Feinde sind, wo wir spüren, hier ist ein Suchen, ein Tasten, ein Weg zu einer Einswerdung. Ob sie gelingt, diese Einswerdung oder nicht, wissen wir nicht. Der Vater der Menge der Völker. Wenn ein Mensch selber diese Gemeinschaft sucht, mit Menschen, aber auch mit anderen in der Welt, sogar mit dem Unsichtbaren in der Welt, untersucht sie im Sinne, dass er bereit ist, offenständig zu sein, sich zu öffnen, aufzunehmen und auch zu schenken, ohne Beweise, ohne Zahlung. Nicht damit man sagen kann, ja, siehst du, die haben recht gehabt, die haben richtig das gesehen, gescheit gesehen. Sogar wenn man sagen würde, wie könnte ich dem nachlaufen, ist doch dumm, unsinnig, die sollten doch nicht so handeln, das ist doch ein Irrtum. Diesem Menschen, der jenseitig lebt, weil er sich dorthin sehnt, dem wird versprochen, dieses Leben der Welt, ewig wird es dir sein. Aber er weiß zu gleicher Zeit, dass diese Frau, die er hat, Sarah, die Frau des Abraham, dass diese unfruchtbar ist. Man könnte sagen, dem Gesetze nach kann sie keine Frucht haben. Also beweisbar, nachweisbar gibt es nicht, dass von ihr Frucht in diese Welt kommt. Die wir oft spüren, wenn wir uns sehnen und träumen und uns eine andere Welt vorstellen, spüren wir, das ist sehr schön, aber dass dieses hier im Konkreten eine Realität werden könnte, wäre schön, ist aber viel zu schön, um wahr zu sein. Ich möchte es glauben, ich weiß aber, dass sowas nie geschieht. Und wenn schon, als Zufall mal, aber es verschwindet wieder. Es bleibt nicht. Ich lebe in einem Alltag, wo ich spüre, das bleibt alles ein unerfüllter Traum. Dass wir sagen, dasjenige, was ein ewiger Leib sein könnte, ein Leib, der nicht durch die Zeit hindurchgeht und während der Zeit welkt, verwest und verschwindet, ich möchte, dass es bliebe. Ich möchte, dass die schönen Momente, die im Leben doch vorkommen, dass sie blieben und nicht, dass dann nachher Momente kommen, wo es nicht so schön ist oder sogar negativ ist. Enttäuschungen, Panik, wo blieben die guten Momente? Man spürt, eigentlich sehnen wir uns nach einem Leben, wo das, was wir hier erleben, tatsächlich bleibt und wir nicht altern im Sinne so, dass die Jugend vergessen wird, sondern dass wir zu gleicher Zeit in der Jugend sein können, im Alter des Menschen in seiner vollen Kraft und auch im Alter des Menschen, wo er spürt, er sei sehr alt, beladen mit viel Erfahrung, mit vielen Erlebnissen. Wir spüren, es gibt hier ein Entweder-Oder, dass ein Leib sein könnte, der bleibt, der nicht unterworfen ist, diesem Wechsel, das fortwährend etwas davonfließt und verschwindet, sondern es könnte etwas sein, das bleibend ist. Dieses Bleibende ist doch das, wonach wir uns sehnen. Wir spüren, wie wir gerne bereit sind, einem Pseudo zu glauben, damit es uns doch etwas gibt, einen Rausch, einen Traum der Erfüllung. Aber wie wir wissen, ist ein Pseudo. Es ist nicht echt. Was hier erscheint, könnte man nennen, ein Hinweis, dass es andere geben könnte,
Es ist aber nicht, denn was hier erscheint als Pseudo, ist den gleichen Gesetzen unterworfen des Schwindens, des Verschwindens, des Vergehens, des Verwesens. Deshalb wird die Sarah, die Frau des Abraham, in den Geschichten der Kabbala, der Überlieferung, wird dann auch gesagt, das ist der Leib des Menschen von jenseits. Der Abraham und seine Frau sind beides die Menschen oder der Mensch in seinen beiden Aspekten von jenseits. Sie heißen Hebräer, und das Wort Hebräer im Hebräischen selber, Ever, bedeutet zu gleicher Zeit jenseits. Es will sagen, jedes Jenseits hier, jenseits einer Straße, jenseits der Berge, jenseits eines Flusses, ist Entsprechung des großen Jenseits, des Entscheidenden, dass alles hier geprägt wird mit dem Siegel von diesseits und jenseits. Dass beide Seiten hier zu gleicher Zeit da sind. Es gibt aber den Menschen, der überhaupt selber vom Jenseits kommt. Nämlich, wie das Bild es auch sagt, im Gleichnis Gottes, im Bild Gottes. Ein Mensch von Jenseits her geprägt. Das Männliche wird in diesem alten Wissen gesehen, als das im Menschen Verborgene, das die Führung hat. Und das Weibliche im Menschen wird gesehen als dasjenige, was hier erscheint, was die Umhüllung ist des Anderen. Es umhüllt und damit verbirgt es zu gleicher Zeit. Denn eine Umhüllung verbirgt. Bei jedem Menschen, Mann oder Frau, ist das Erscheinende das Weibliche und das Verborgene das Männliche. Man nennt es auch so, das Erscheinende gehört zur Sphäre des bewussten Seins und das Verborgene gehört zu dem, was wir das Nichtbewusste nennen. Das Bewusste, wie alles Erscheinende, gehorcht dem Gesetz des Entweder-Oder, dem Gesetze des Zeitflusses und des Platziertseins im Raum. Das Nichtbewusste gehört dem Reich der Träume, dem Reich des Glaubens, dem Reich der Märchen, der Hoffnungen, der Wünsche. Diese beiden Reiche kennt jeder Mensch. Wenn aber Abraham sieht, diese Frau, das, was er als Erscheinung hier empfindet, ist nicht imstande, hier Frucht zu bringen. Mit anderen Worten, der Alltag, was uns die konkrete Erscheinung auch ist, ist nicht imstande, eine bleibende Frucht hier zu bringen. Sie wird vergessen, sie vergeht, die Frucht. Im eigenen Leben auch. Der Alltag ist eine Frau, welche unfruchtbar ist. Er möchte gerne diesen Alltag konstant machen, permanent, dass es bleibt. Er entflieht aber. Dann sehen wir dort in der Abrahams Geschichte, dass er nach einem Erlebnis in Ägypten eine andere Frau bekommt, die Magd von seiner echten Frau, eine ägyptische Frau mit dem Namen Hagar. Dass sie Magd ist der echten Frau, will sagen, die echte Frau lenkt schon diese Magd,
aber die Magd ist nicht identisch mit der echten Frau. Mit anderen Worten, wir fangen an, weil wir aus dem Alltag diese echte Frau nicht erkennen, diesen Leib, den unsterblichen Leib nicht erkennen, fangen wir an, uns zu begnügen mit dem vergehenden Leib und möchten gerne, dass dieser uns Frucht gibt. Dass eine Frucht kommt, welche sozusagen unsere Wünsche hier erfüllt. Und Abraham sagt auch, er möchte gerne doch diesen Samen von sich im Leben hier erfahren. Und da seine Frau Sarah nicht imstande ist, ihm Frucht zu geben, sagt sie ihm, dann nimm eben meine Magd, die Hagar aus Ägypten. Ägypten, die Welt, wie sie genannt wird, dieser Schwere, wo alles verdichtet ist, wo alles gefangen ist im Konkreten. Von dort her könntest du dann doch die Frucht bekommen, ich bin nun unfruchtbar, es geht nicht. Wie wir selber anfangen im Leben zu resignieren. Wir haben mal Momente in der Jugend, wo wir Sturm und Drang erleben, Pubertät, sagt man auch mal, dass wir dann alles glauben, bis wir einsehen, es geht nicht, man muss studieren, Prüfungen, man bekommt eine Karriere, ja, wie weit kann die gehen? Gleich Konkurrenz, man kann nicht durchbrechen die Konkurrenz, man spürt, man muss ein bisschen mogeln, weil es geht nicht richtig, ehrlich, wahrhaftig, denn der andere tut es auch nicht, es ist ein Missverständnis, hin und wieder. Man spürt, wenn nur etwas hier erreicht werden kann. Und dann kommt tatsächlich eine Frucht, ein Sohn aus der Verbindung von Abraham und der Hagar der Ägyptischen. Die Überlieferung weist auch darauf hin, dass dieser Sohn, der den Namen Ishmael bekommt, in der Verballhornung Ismael, das hebräische Wort bedeutet Ishmael, es bedeutet Gott vernimmt, Gott hört. Dieser Name wird dann gegeben, weil die Hagar, sobald sie spürt, von ihr her kann tatsächlich dieser Sohn kommen, fängt sie an, ihre Herrin, die Sarah, sozusagen zu sehen als nicht imstande, das zu schaffen, was sie kann. Das bedeutet, wir als Mensch fangen an zu sagen, ich muss jetzt mal realistisch werden, auch Realpolitik betreiben. Das andere war ein schöner Jugendtraum, die schöne Gedichte, schöne Märchen. Aber wahr ist doch nur, was ich hier erreichen kann. Es sieht so aus, ich tue etwas und dann kommt Erfolg. Aus diesem Grund wird gezeigt, dass das Wort Abraham, wie er dort heißt, der Mann Abraham und die Frau Hagar, dass ihre Namen im Hebräischen genau exakt dem Namen Ishmael bilden. In den hebräischen Zeichen, die zu gleicher Zeit Zahlen sind, wenn man nur erzählen kann, weil jenseitig Zahlen gelten und diesseitig erzählt werden kann, diese Zeichen von Abraham und Hagar, 243 plus 208, bildet zusammen 451, und das ist exakt der Name Ishmael. Hagar, weil sie spürt, ich werde jetzt schwanger, es ist möglich, doch hier Frucht zu bekommen, fängt an, ihre Herrin zu bespotten, spöttisch hinabzuschauen, du kannst es nicht, aber ich hier, diese fließende Wirklichkeit, da kann man wohl Erfolg haben. Und die wirkliche Frau,
Sarah wird, kann man sagen, eifersüchtig, weil bei uns selber unser Traum vom bleibenden Leib, vom auferstandenen Leib, nicht duldet, dass hier wahr wird, was doch vorbeigeht, was Pseudo ist. Wir selber sind, kann man sagen, hart zu unserer eigenen Hagar, unserer eigenen Wirklichkeit hier. Wir sagen, nein, ich ertrag's nicht. Du glaubst, der Körper hier, was du Körper und du hier Leib nennst, sei schon die Erfüllung, ist aber doch nicht so. Und wir selber schicken dann diese Wirklichkeit fort in die Wüste. Und dort kommt dann der Engel zu der Hagar und sagt ihr, fürchte nicht, geh zurück dorthin, lass dich sogar quälen, denn dein Sohn wird doch auch sein. Und dein Sohn wird heißen, Gott hört, hört dich, nenn ihn so. Es will sagen, unsere Wirklichkeit, die wir hier erleben, wovon wir spüren, eine Pseudo-Wirklichkeit, mal kommt der Moment, dass man hier verschwunden ist. Wo sind die Leute von früh geblieben? Wo ist Wallenstein? Wo ist Schiller? Wo ist Thomas Mann? Und alle, der Sohn von Thomas Mann hat in Wallenstein da mal geschrieben. Aber wo sind die Leute selber geblieben? Sind fort. Dann sagt man, das ist doch Pseudo. Aber bedenke, ich habe mit diesem Pseudo doch etwas. Dein Leben ist nicht so, dass du denken könntest, der Alltag ist nur unwichtig und nur eine Qual, nur ein Betrug, der vorübergeht. Ich habe mit diesem Alltag, der dir geschenkt wird, doch etwas vor. Dieser Alltag ist bedeutsam doch für dich. So kommt die Hagar zurück und gebärt diesen Sohn, den Ishmael. Und dort, wo der Sohn dann geboren wird und ein Alter erreicht von 13 Jahren, das sind 13 Jahre in der Wahrheit des Himmels, wodurch Entsprechungen entstehen bis zuletzt in diese Welt hinein. Aber diese Welt ist nicht das Einzige, es ist die Entsprechung, man kann sagen, im tiefsten Nebel, in der tiefsten Umhüllung, wo du kaum spürst, dass Entsprechung ist. Aber 13 will sagen, es entsteht, was die 13-Zahl jenseitig sagt, eine Einheit, denn das Wort 1 im Hebräischen zählt sich in den Buchstaben als 13, als 1 und 8 und 4, so schreibt man das Wort 1, das Echad im Hebräischen, das sind dann 13. Und der Ishmael, wenn er 13 ist, geschieht etwas Merkwürdiges. Gott sagt dem Abraham dann, wir schließen jetzt einen neuen Bund. Der Bund der Beschneidung. Die Beschneidung in der Entsprechung, in der letzten Entsprechung, wird im jüdischen Brauch gesehen als, man kann sagen, ein Eingriff, wo die Vorhaut beim Mann weggenommen wird. Bei den Ishmael-Kindern ist es bei 13 Jahren, das heißt spätestens bei 13 Jahren, Entsprechung bis in die letzte Möglichkeit. Es bedeutet aber etwas anderes. Es bedeutet, das, was bei dir sozusagen hier erscheint, als Apparat, wodurch du hier Frucht bekommst, und dieser Apparat, wodurch du hier Frucht bekommen kannst, ist Entsprechung von dem, was für dich überhaupt Frucht bringen kann, dass dein Leben ewig sein kann, dass jeder Tag Frucht bringt und immer weiterlebt, dass an dich verloren geht, sondern beides bleibt. Das will sagen, nimm dann diese Vorhaut weg, denn sie umhüllt deine Einsicht. Sie tut, als ob nur das hier Erscheinende gilt.
Wenn du wirklich glaubst und du, Abraham, hast gezeigt, dass du glaubst, auch ohne Beweise, trotz sogar Beweise kommen des Gegenteils, glaubst du doch, bleibst treu, bleibst voller Vertrauen, dann schenke ich dir etwas Neues, nämlich, dass dir eine Sicht kommt, dass du nicht brauchst, durch das Materielle zu sehen. Bei dir kommt durch den Glauben eine neue Sicht, eine Durchsicht, könnte man sagen, eine Einsicht, wo du das Materielle nicht brauchst, und weil du es nicht mehr brauchst, wird von der anderen Seite her dir Konkretes kommen. Das ist dieser Bund von Gott mit Abraham, dieses Bündnis, ein Bund, kann man auch sagen, zwischen Himmel und Erde, zwischen Jenseits und Diesseits, zwischen dem Nichtbewussten und dem Bewussten. Wenn du tatsächlich bereit bist, dieses Bewusste einzuschränken, bei der Beschneidung wird die Vorhaut nicht ganz weggenommen, sondern ein großer Teil. Es will sagen, das Bewusstsein soll nicht ganz von dir weggenommen werden. Nein, es bleibt ein Überrest. Aber der Überrest erlaubt jetzt, dass das andere hier herrschen kann, sein kann, Herr sein kann. Dort, wo diese Beschneidung kommt, bei Ishmaels Alter von 13 Jahren, dort kommt dem Abraham die Mitteilung, jetzt wirst du nach der Beschneidung, da kommen die drei Männer, die drei Engel, wie sie sich manifestieren, Gott selber kommt zu ihm, der Herr kommt zu ihm und sagt ihm, jetzt kommt diese Frucht hier. Und dann erscheint tatsächlich diese Frucht, Isaac. Entsprechung von dem Begriffe des Sohnes, wie auch Paulus im Galaterbrief, doch auch Isaac und dem Christus des Neuen Testamentes zusammenführt. Der Sohn ist etwas, wo man spürt, es kommt ein Durchbruch von einem anderen Leib. Jetzt kommt nicht mehr ein Sohn der Hagar, jetzt kommt ein Sohn von dem, was gesetzmäßig gar keinen Sohn geben konnte. Es kommt mit anderen Worten Frucht in unserem Leben von einem Leib, wovon wir dachten, der kann doch nie hier erscheinen. Er kann nie hier manifest werden. Doch kommt diese neue Frucht, das, was also für uns nicht erwartet wurde, dass es kommen konnte, das erscheint dennoch. Wir sehen jetzt etwas Merkwürdiges. Die Geschichten, Traumgeschichten, Legenden, Märchen des Ganzen gehen weiter, erzählen, dass der Ishmael jetzt sozusagen verschwindet. Ishmael, der andere Frau hat, der geht aus der Anwesenheit bei Abraham fort. Es will sagen, bei der Geburt des Isaac fängt an, mit Ishmael etwas Neues zu geschehen. Ishmael nämlich fängt an, dort wo Isaac 3 Jahre in seinem Leben gelebt hat, wie man sagt, entwöhnt ist, und selbstständig wird hier, fängt Ishmael, wie die Bibel das erzählt, auch zu spotten an über Isaac. Der Name Isaac bedeutet eigentlich unglaublich, nicht zu glauben, lächerlich. So wird er genannt, weil kein Mensch es glaubt, Abraham selber es nicht glaubt, dass es möglich ist, und Sarah auch es nicht glaubt. Er bekommt diesen Namen. Ishmael spottet auch. Und das, was bei ihm auch Spott heißt, ist genau das gleiche Wort, das bei Abraham und bei Sarah Spott heißt. Dort wird sozusagen als Gutes genommen, bei Ismael wird es als
Ungutes genommen. Warum? Es will sagen, wenn wir vom Glauben her sagen, es kann nicht sein, wir sind verzweifelt im Glauben, ist eine andere Sache, als wenn wir von hier sagen, die Beweise, welche meine Wahrnehmung, meine Wissenschaft mir liefern, beweisen, dass das nicht möglich ist. Es sind zwei Arten Spott. Die eine Art ist die Verzweiflung des Menschen, aber bleibt doch glauben. Und die andere Art ist die hämische Art, der Beweis ist geliefert, das geht so nicht. An diesem Punkt scheint uns etwas zu geschehen, da verschwindet bei uns sozusagen dasjenige, was wir Ismael nennen, verschwindet bei uns etwas aus dem Leben. Man sagt, das sei der Tod dieses Körpers. Denn jetzt ist ein Zusammensein da, kann man sagen, von Vater und Sohn, hier im Bilde, in der Entsprechung von Abraham und Isaac. Und dann ist der Mensch selber sozusagen gestorben. Der bleibt gestorben während einer gewissen Zeit, nämlich der Ismael ist im 17. Jahr, 13 Jahre war er, als das Versprechen kam, dem Abraham des Sohnes, und dann sind 3 Jahre nachher da, bis im 4. Jahr, er 17 Jahre alt, dort, wo er sozusagen verschwinden muss. Und er bleibt fort. Eine Zeit, bis der Isaac 37 Jahre ist, er will sagen, diese Zwischenzeit ist er fort. Wir werden gleich in der zweiten Stunde, ich mache jetzt die versprochene Pause, in der zweiten Stunde möchte ich dann gerne den zweiten Akt der Geschichte sehen, denn wir werden sehen, der Alltag wird aus der Geschichte hervorkommen, neugeboren. Nicht der langweilige Alltag, gerade das Wegschicken des Ismael, dieses Verwegschicken, ist das Sterben, und dann das Zurückkehren des Ismael ist die Auferstehung. Das werden wir in der zweiten Stunde hoffentlich dann besprechen können. Machen wir eine Viertelstunde, 20 Minuten Pause.